ist die Tikal, das ist ein Meerschweinweibchen. Und die ist ungefähr ein Jahr alt. Die hat man ausgesetzt, die wurde gefunden auf einem Parkplatz in Dornbirn. Und das andere da, das Wuschelige, das ist ein Texel-Meerschweinchen, der Wuschi. Der ist 5 Jahre alt, Mändle und kastriert. Und der hat man zu uns gebracht, weil seine Partnerin gestorben ist und er hat dann nichts mehr gefressen von lauter Kummer. Und dann hat man ihn zu uns gebracht und wir haben ihn mit ihrer Zimmer durch und jetzt frisst er wieder ganz genüsslich und ist happy. Wir möchten, dass die Meerschweinchen einzeln gehalten werden, weil er verliert nicht allzu viel Stress. Also jetzt nicht in ein großes Rudel von Meerschweinchen und auch nicht irgendwie zu Kaninchen dazu. Also am liebsten nur sie zwei einfach. In einem großen Käfig. Er ist sich auch gewöhnt, in der Wohnung umeinander zu laufen. Ich glaube, er wird ein Sofa-Meerschweinchen gesehen. Also wäre schön, wenn jemand sie viel rausnimmt oder so. Draußen halten würde ich es jetzt nicht, weil seine Gesundheit noch nicht so gut ist. Also eher von drin. Aber wenn man viel rausnimmt und umlaufen lässt und so, dann gibt es sicher auch ein schönes Leben für die zwei.